Meine Mitarbeiter haben geweint, weil sie gesagt haben, sie kommen mit dieser Überlastungssituation, mit der dauerhaften Überlastungssituation nicht zurecht. Und wir brauchen mehr Leute, die bei uns arbeiten, die finde ich nicht. Das heißt, diese dauerhafte Überlastung, die dauerhafte Krise und der dauerhaft fehlende Gestaltungsspielraum darüber hinaus ist demotivierend. Ja. Erleben Sie das auch so, ganz offen in die Runde gefragt? Na, ich würde widersprechen. Es geht natürlich darum, dass das politische Thema sind die Geflüchteten, das ist richtig. Darüber wird sehr viel gesprochen. Je mehr das thematisiert wird, desto mehr beschäftigt es auch die Menschen. Und es wird auch als Problem empfunden. Aber wir können sehr viel gestalten. Und das ist auch unsere Aufgabe, meiner Meinung nach. Wenn Sie sagen, wenn es thematisiert wird, Sie meinen, es wird besser, wenn wir nicht darüber reden? Nein, aber es ist die Frage, wie wir darüber reden. Wie sollten wir darüber reden? Wie können wir die Situation lösen? Was ist unsere Chance in der Situation, wenn Menschen zu uns kommen, bei uns arbeiten wollen?